Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie ihr systematisch bei der Fehlersuche eures Multifunktionswerkzeuges von Bosch vorgehen könnt. Beim Einschalten meines Multifunktionswerkzeuges tut sich überhaupt nichts mehr. Weder ein Geräusch noch ein Zucken. Primär gehe ich daher von einem elektrischen Fehler aus. Bevor ihr mit der Fehlersuche beginnt, müsst ihr unbedingt den Netzstecker eures Gerätes ausstecken. Zum Öffnen des Multifunktionswerkzeuges müsst ihr alle 8 Schrauben im Gehäuse lösen. Dadurch könnt ihr eine Gehäusehälfte einfach nach oben abheben. Anschließend müsst ihr die beiden Schrauben der Kabelbefestigung lösen. Dadurch könnt ihr das komplette Paket aus dem Gehäuse entnehmen. Jetzt könnt ihr den Rotor einfach aus dem Stator ziehen. Achtet auf die beiden Kohlebürsten, damit diese nicht beschädigt werden. Auf den ersten Blick sieht bei mir alles unauffällig aus. Es sind keine verkohlte Stellen zu sehen oder sonstige Beschädigungen der Mechanik zu erkennen. Auch die beiden Kohlebürsten sind nicht verschlissen und sehen noch funktionsfähig aus. Da ich von einem Kabelbruch oder einem Wackelkontakt in einem Kabel ausgehe, kommt jetzt der Multimeter zum Einsatz. Mit dem Multimeter könnt ihr eine Durchgangsprüfung durchführen. Bei der Fehlersuche folge ich einfach dem Stromverlauf und beginne mit dem Netzkabel. Das Multimeter schließe ich daher mit der Krokodilklemme an einem Pol des Netzsteckers an und verbinde das zweite Ende mit dem Netzkabel direkt am Gehäuseeingang. Die erste Durchgangsprüfung zeigt bei mir eine intakte Verbindung an. Nun müsst ihr noch die zweite Ader in eurem Netzkabel mit der gleichen Vorgehensweise überprüfen. Klemmt dazu die Krokodilklemme an eurem Netzstecker um und prüft wieder am Gehäuseeingang das Kabel auf Durchgängigkeit. Auch dieses Kabel ist bei mir in Ordnung und weist keinen Kabelbruch auf. Nachdem ihr das Kabel überprüft habt, könnt ihr die Steckverbindung zwischen Platine und Stator überprüfen. Die 4 Kabel des Stators werden mit Hilfe eines Verbindungsstücks mit der Platine verbunden. Ihr müsst daher jeweils das Multimeter mit einem Kabel des Stators verbinden. Als zweiten Kontaktpunkt wähle ich das Verbindungsstück selbst. Bereits bei der Überprüfung des ersten Kabels des Stators ist ein Kabelbruch direkt am Verbindungsstück zu erkennen. Die restlichen 3 Verbindungen sind in Ordnung. Der Kabelbruch ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon der Auslöser der Funktionsstörung. Um das zu überprüfen, könnt ihr den Fehler mit wenig Aufwand beheben. Ihr müsst einfach das Kabel wieder mit dem Verbindungsstück verbinden. Ihr könnt entweder das Kabel anlöten, oder ihr versucht, das Kabel wieder an das Verbindungsstück anzuklemmen. Sollte das Kabel hierfür zu kurz sein, könnt ihr das Kabel verlängern, indem ihr eine Wicklung des Stators abwickelt. Ich habe mich für das Anlöten entschieden. Wie ihr sehen könnt, benötigt ihr hierfür sehr viel Geduld. Zuerst habe ich versucht, das Kabel mit einem Lötpunkt am Verbindungsstück zu fixieren.
Nachdem mir es schließlich gelungen ist, konnte ich das Kabel endgültig mit dem Verbindungsstück verlöten. Jetzt müsst ihr noch schnell das Multifunktionswerkzeug zusammenbauen und schon kann er getestet werden. Setzt hierzu einfach den Rotor wieder in den Stator. Ihr müsst dabei die beiden Kohlebürsten wieder in die Führung zurückdrücken, bevor ihr den Rotor in seine Endposition schiebt. Anschließend könnt ihr das gesamte Paket wieder ins Gehäuse einbauen. Überprüft vor dem Zusammenbau der beiden Gehäusehälften den Rotor auf Freigängigkeit. Jetzt noch schnell die beiden Schrauben der Kabelbefestigung festziehen und schon kann das Gehäuse geschlossen werden. Das Multifunktionswerkzeug funktioniert wieder. Somit war der Kabelbruch Ursache für die Funktionsstörung. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dadurch könnt ihr immer meine neuesten Videos sehen.